Also jetzt nicht mehr auf Tour bist du, oder? Ja, vielleicht später noch. Also vielleicht schon, wenn es noch kommt, dann halt später rein. Oh, ein wahrer Spieler. Aber anscheinend Carpador habe ich immer noch nicht. Immer noch nicht, okay. Schade. Anderen Shiny-Kram, den es gibt. Was machen wir jetzt dann? Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Scanner-Tour. Eigentlich schon, oder? Und dann? Wie lange habe ich euch wieder voll? Verabschiede mich hier mal. Heute Nachmittag? Ja, haben wir gemacht. Aha. Aha. Ja. Und es war so knapp, da waren so viele. Was? Echt jetzt? Wir waren zum Teil bei so einem. Nicht erwischt. Wo so viel los war, dass die Polizei kam, weil dazu wieder auf. Okay. Und so viel los war, dass mein Vodafone-Netz abgekackt ist. Sogar außerhalb? Okay, krass. Das ist ja, noch ja, weil da war der Mast ja nicht mehr, den die da aufgestellt haben. Wenn dann trotzdem 200 Leute, das ist oh mein Gott. Richtig crazy. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Aber gekickt hast du es. Ja, hast du noch. Ah, du hast es noch? Ja, ich hab's noch. Ah, ja. Oh mein Gott. Bester Tag, ey. Wunderlang kann gar nicht messen. Alles raus. Ihr seht es hier im Video, ich gönn's Julian gar nicht. Sehr gut. Hong ist zur dunklen Seite gewechselt. Endlich. Schlechter Einfluss von Koga, aber. In jedem steckt ein kleiner Emilio. Heute Abend wird's noch was. Ich hoffe es. Aber sonst ist schlechter ein Punkt für mich beim nächsten TV. Oder Prag. Oder Prag kriege ich noch eine Chance. Schauen wir mal. Alter. Welches ist denn hier? Der war auf 1700. Ja, der war nicht schlecht. 29. Ja. Das war mir aber eigentlich nicht so recht. Ja, natürlich. Ist ja die Wahrscheinlichkeit. Ja, schön wieder zu fangen. Ja. Aber jetzt noch ein paar Geile Sache. Noch ein Fehler. Oh, shit. Was für ein. Ja, das ist wieder nicht scheiße. Also, schauen wir mal. Ich mach definitiv noch mal. Also das war echt leidend. Man merkt es glaube ich richtig hart, wie ich leide. Und jetzt gerade leide ich auch. Ich war gerade beim Zahnarzt und ich brauche Füllungen. Und die wollten mir gerade das teure Porzellanzeug andrehen. Und ich weiß gerade gar nicht, ob ich das nehmen soll. Also ich habe keine Ahnung. Falls ihr Erfahrung habt mit Füllungen, schreibt das unten in die Kommentare. Soll ich das teure Zeug nehmen, Porzellan? Was halt irgendwie auch dieselbe Farbe hat wie meine Zähne oder so. Und halt qualitativ ist. Oder wollen die mir halt echt nur das teure Zeug andrehen und soll einfach dieses Standardzeug nehmen. Ich meine, ich will jetzt nicht rumgeizen bei meinen Zähnen, aber ich habe echt keine Ahnung. Falls ihr da Erfahrung habt, weil ich habe echt eine weite Bandbreite an Zuschauern, da denke ich, hat auf jeden Fall irgendjemand mal Erfahrung damit gemacht. Auf jeden Fall, falls ihr da Ahnung habt, schreibt das bitte unten in die Kommentare, was ihr mir da raten könnt. Ansonsten, wie gesagt, das Kagama, das ist glaube ich echt so wie Captain Aha und Moby Dick. Ich bin Captain Aha und das Kangama ist mein Moby Dick. Ich werde den nie bekommen. Bestimmt irgendwann muss ich nach Australien fahren. Dann rufe ich Philipp an, dass er ein paar Bots rüberschicken soll. Und dann wohne ich da so 2-3 Wochen, bis endlich mal einer auftaucht. Ich leide immer noch. Auf jeden Fall, hoffentlich in Prag kommt dann immer noch Kangama. Also manche hatten für dieses Event gehofft, dass neue Regionale kommen. Aber ich denke, das ist relativ unwahrscheinlich. Zumindest will ich kein neues Regionales haben, bis ich Kangama endlich habe. 100%. Und dann kann ich mich auf ein neues konzentrieren und das auf 100% jagen. Ich habe da, als ich da war, echt eine Menge Nachrichten von euch bekommen. Ich blende mal ein paar ein, an die ich mich erinnern konnte. Aber da haben mir noch viel, viel mehr Leute geschrieben, dass 100% Kangama gekommen ist. Und da haben auch echt viele Leute mitgefiebert. Ich habe so viele Leute getroffen. Die haben, also erste Frage, die immer kam, war, ob die Foto machen können. Dann zweite Frage, wie viel EP ich habe. Und die dritte Frage, die am meisten gestellt wurde, ist halt, ob ich endlich mein 100% Kangama bekommen habe, ob heute schon irgendwas Gutes gekommen ist. Und das freut mich echt, dass ihr da mitleidet, mitfiebert mit mir und mich unterstützt und trotzdem leider nicht bekommen. Also wir waren da, wir haben gerade Essenspause gemacht, bisschen gechillt im Zentrum und dann kriege ich so eine Nachricht von Kollegen Dom. Er schreibt gar nicht 100% Kangama, er schreibt nur, Digga, wo bist du? Und ich wusste direkt, was er wollte. Ich schreibe ihn direkt zurück. Und dann checke ich halt die Nachrichten auf Instagram, habt ihr mir alle geschrieben, dass 100% Kangama in Oberhausen ist. Es war 15 Minuten entfernt. Wir haben es leider, also die meisten Nachrichten waren erst so, wo er noch 20 Minuten da war. Also auch nicht direkt. Hat leider, ansonsten hätten wir es vielleicht geschafft. Auf jeden Fall sind wir da. Ich habe die Nachrichten gecheckt und ich habe hier nur Screenshots. Ich weiß nicht mal, wo das ist und wie weit das entfernt ist von unserer Location. Aber wir sind direkt zum Parkplatz gelaufen und während wir gelaufen sind, haben wir Dom gefunden, er ist dann direkt mitgelaufen, nicht so lauf, kommt Leute,
Und jedes Mal, wenn wir an Leuten vorbeigelaufen sind, die haben uns halt direkt angestarrt und ich schreie so, 100% Kangama, Leute, lauft's, lauft's. Dann haben wir leider festgestellt, dass der 15 Minuten entfernt ist und wir so 16 Minuten oder so hin brauchen. Plus die Zeit, die wir noch zum Parkplatz brauchten, was ungefähr 5 Minuten oder so ist. Das hat mir echt das Herz gebrochen. Kein Kommentar, Leute. Wie gesagt, hoffentlich in Prag. Die Map wird am Start sein. Der GoMap-Betreiber hat gesagt, Prag wird wieder laufen. Philipp ist auch am Start, also Philipp schickt auch seine Bots hin. Doppelt gemoppelt, hält besser, was IVs angeht. Ansonsten, ich werde da sein, mit oder ohne Ticket, auf jeden Fall. Ich habe auch schon gehört, viele Leute, viele Zuschauer von euch werden auch kommen. Wir werden uns sehen. Ich werde wahrscheinlich kaum Zeit im Einkaufszentrum verbringen. Sprich, wir werden uns, wenn dann, nur bei den Top-Spawn sehen. Oder vielleicht mache ich irgendwo ein Treffen, wenn mal Pause ist oder so. Dann gebe ich euch Bescheid. Und natürlich Shoutout an Julian. Ich gönn's ihm jetzt. Zu dem Moment habe ich es ihm echt nicht gegönnt, aber ich bin drüber hinweg. Und echt saftige Sache, dass er es bekommen hat. Wenigstens einer von uns hat er sich auch echt verdient. Ansonsten noch zwei kurze Sachen. Erstens muss ich jemanden grüßen, und zwar UFX, die leidenden Jungs aus Aschaffenburg. Shoutout an euch. Leider jetzt nicht so viel, vielleicht sieht man sich. Und dann Neuigkeiten über Mewtwo. Oder nicht Mewtwo, aber die EX-Raids sind jetzt auch nach Deutschland gekommen. Gestern Abend kamen die ersten Einladungen. In München auch. Natürlich in Pasing bei den gesponserten Arenen, wo sonst. Und also ich habe keine, aber ein paar Kollegen, und das findet morgen statt, Donnerstag. Zwischen 18, 19, 20 Uhr, irgendwie sowas. Ich werde dabei sein, ich werde es filmen, vielleicht sogar Livestream. Also haltet euch da bereit und schreibt unten in die Kommentare, ob ihr auch eins bekommen habt. Und natürlich gibt es wieder sehr viele Dorfspieler, die absolut keine Chance haben. Ich weiß nicht mal, ob in Karlsruhe, also da wo Julian herkommt, gesponserte Arenen gibt. Ich weiß, da wo Schilling herkommt, also Wien, gibt es auf jeden Fall Donauzentrum und das andere Zentrum da, also da gibt es sogar mehrere. Aber das ist noch eine Testphase, Mewtwo kommt irgendwann für alle. Nur Dorfspieler haben dann immer noch Probleme, überhaupt genug Spieler zusammen zu bekommen, aber das ist ein anderes Problem. Auf jeden Fall, das war's. Danke an alle Leute, die mir Bescheid gegeben haben, zwecks dem 100% Kangama. Und Shoutout an alle, die mit mir mitleiden, mit mir mitfiebern, dass ich das bekomme. Bedeutet mir echt viel. Ansonsten, eure Meinung zu Füllungen, Porzellan, ja, nein. Und zu den EX-Raids, den Einladungen, habt ihr eine bekommen. Und wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Twitter und Facebook. Vor allem jetzt, wo ich ein neues Design und Logo habe. Shoutout an Tony, mein Designer. Echt krassester Typ, da kommt noch mehr Shirt-Designs und so. Also der ist echt der krasseste. Den werde ich demnächst noch genauer erwähnen. Aber das war's. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.